Okay, noch ein spätabendliches Update. Oh, habe ich eigentlich gevloggt, dass mir der Zahn abgeschliffen wurde? Ich kriege überhaupt nichts mehr auf die Kette. Also, die Entzündung ist inzwischen gefühlt Golfball groß, aber gut, das war halt jetzt der Bohrer, der ihn etwas gestresst hat. Ich wollte nur kurz vermelden, falls es irgendwen interessiert, dass wir uns jetzt um 22:30 abends entschieden haben, die Wohnung nicht zu nehmen. Wir hatten ein sehr nettes Telefonat mit dem Vermieter und alles ist perfekt. Diese Wohnung ist perfekt. Alles ist, der Mann war nett, es war alles toll. Aber sie ist uns zu weit weg. Also im Sinne von der Lokalität praktisch an der falschen Ecke. Wir wohnen ja jetzt in Bremen. Und für mich ist es sehr wichtig, dass ich an dem kleinen Rest meiner Familie, es ist ja nicht so viel, aber vor allem an meiner Mama und meiner Oma sinnvoll nahe dran bleibe und auch sinnvoll in sinnvoller Entfernung zur Wildnis wohne. Und das muss kombinierbar sein damit, dass mein verlobter Freund, Mann, Kerl, weiterhin nach Bremen pendelt. Und diese Wohnung, so wunderschön sie war, erfüllt diesen einen Punkt nicht. Es wäre schon alles irgendwie möglich, aber die Fahrzeit in die Wildnis würde sich um fast eine halbe Stunde verlängern. Die Fahrzeit zu meiner Mutter würde sich irgendwie verdreifachen. Und zu meiner Großmutter auch eine halbe Stunde länger. Und das ist es einfach nicht. Und nein, dass die Flaschenpost da nicht liefert, hat keine Rolle gespielt. Nein, hat es nicht. Naja, gut, ihr wisst Bescheid. Erstmal keine Wohnung. Und jetzt gehe ich drauf. Ein paar Tage später, noch nichts Neues an der Wohnungsfront. Dafür haben unsere Nachbarn einen neuen Kühlschrank. Und seit der da steht, vibriert unsere gesamte Küche. Und ich bin bei sowas sehr empfindlich, also das ist eher mehr Schall als ein Geräusch. Mir wird jedes Mal schlecht, wenn ich in die Küche gehe. Weil das alles, also man wird einem so ganz schummerig. Und sie haben es 7 Tage lang nicht geschafft. Was dagegen zu unternehmen, sind da immer noch bei. Und ich hasse also jetzt auch meine Küche. Also Kochen ist jetzt echt nur noch so schnell es geht und dann so schnell weg wie geht von da. Damit addiert sich die Summe der Areale in dieser Wohnung jetzt auf 3. Also unsere beiden Balkone, die wir hier haben, können wir nicht mehr benutzen, weil sie, also das eine ist sowieso seit 6 Monaten mit einem Gerüst zugebaut und man guckt einfach nur auf Dreck. Beide Balkone sind ja voller Taubenscheiße, weil wir hier ein ernsthaftes Taubenproblem haben. Das liegt aber nicht an den armen Tauben, sondern daran, dass hier wie blöd angefüttert wird und einige Balkone in der Nachbarschaft auch brüten lassen. Und naja, da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen. Also wir können unsere Balkone nicht mehr benutzen, wir können unsere Küche nicht mehr benutzen. Man hört das Vibrieren auch, wenn man auf dem Klo sitzt. Das müssen wir noch benutzen, aber es ist auch irgendwie stressig. Damit bleibt nur noch übrig Büro, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Da wir das Schlafzimmer aber komplett für die Wäsche benutzen müssen und es da immer schweinekalt ist, deswegen bleiben nur noch Büro und Wohnzimmer. Und da ist jetzt auch der Punkt erreicht, wo ich hier wirklich nur noch ausziehen möchte. Es reicht mir langsam, immer ist irgendwas. Ich meine, sowas kann natürlich passieren, ne? So ein Gerät rumzickt, aber es ist halt einfach immer irgendwas. Es gibt hier keine Woche, in der nicht irgendetwas richtig ätzt. Dann habe ich 2 traumhafte Wohnungen gefunden. Aber wieder sind sie zu weit weg. Aber sie sind so wunderschön. Ja, heute ist jetzt Freitag. Mein Zahn hat sich nicht gebessert. Aber da ich sowieso in, ich glaube, 6 Tagen einen festen Zahnarzttermin habe, wo wir dann nochmal an alles rangehen, kann ich das jetzt auch aushalten. Inzwischen ist mir irgendwie alles egal. Also diese Entzündung ist jetzt seit 3 Wochen in mir. Ich fühle mich so schlecht. Und wir waren ja nun auch schon 2-mal dran, der Arzt und ich, aber es klappt alles einfach nicht und ich bin echt so kaputt. Entschuldigt, dass ich euch so voll jammere, aber ich bin so im Arsch. Ich bin so im Arsch. Oh Gott, es ist echt, ich fühle mich körperlich wirklich wie durch den Wolf gedreht. Es ist furchtbar. Keine Ahnung, was das ist. Heute schneit es den ganzen Tag, es ist eigentlich ganz kuschelig und idyllisch, aber mein einziger Wunsch ist eigentlich nur
keine Ahnung, entweder eine ganze Flasche Wein zu trinken oder ein sehr starkes Betäubungsmittel zu nehmen, die Augen zuzumachen und mich zu verstecken. Mehr möchte ich nicht. Ich will einfach nur noch hier weg und ich will, dass es jetzt besser wird alles. So, das musste ich mal kurz loswerden. Ihr wisst ja, ich habe euch zum Jammern. Gibt natürlich auch schöne Sachen, ist ja klar. Zum einen geht mein Freund und ich morgen das allererste Mal seit Wochen mal wieder zusammen einkaufen, weil ja immer jetzt irgendwas war, Schreibzeit oder irgendwas. Das heißt, wir werden morgen mal wieder so ein bisschen das Haus verlassen und uns was Gutes tun unterwegs. Und zum anderen läuft das mit den Kunden auch gerade wieder sehr gut. Also alle sind sehr happy und sehr freundlich, super. Also das macht tatsächlich, ich habe wirklich das Gefühl, das wächst irgendwie so. Also auch das Gefühl füreinander. Es war vor ein paar Jahren noch nicht so, dass ich ein Briefing bekommen habe und so auf Anhieb eigentlich auch immer treffe, was gewünscht ist. Das ist wirklich, neuerdings häuft sich das. Und das ist schon echt ein cooles Gefühl, dass man so seinen Platz gefunden hat da an der Stelle. Am Buch wurde nicht eine Silbe geschrieben. Ist auch nicht möglich. Also weder zeitlich noch kopftechnisch mit dem Kopf im Moment. Das heißt, ich gebe mir noch so 7 Tage, dann ist meine Einarbeitung so verschwunden im Kopf, dass alles umsonst war. Mehr oder weniger. Also, dass ich wieder bei Null anfangen muss, wenn ich dann ansetze. Tag 7 mit der grauenvollsten Kühlschrank-Vibration in jedem Raum überhaupt. Ich bin kurz davor, die Wände hochzugehen. Ich bin so empfindlich. Ich raste gleich aus. Aber um mich zu beruhigen, wir waren eben einkaufen, war ich bei Hobby. Denn ich hatte mir, ist das Mikro an? Ja. Ich hatte mir auf hobby.de eine Anleitung rausgesucht, die jetzt aus irgendeinem Grund weg ist. Ah, da. Und zwar diese niedliche kleine Strickjacke, die ist aus Seidenmohair mit so Bommeln dran, total süß. Und ich wollte sie auch in diesem hellbeige machen mit als Grundton, aber es gab die Wolle in der Farbe nicht, deswegen hoffe ich, das geht auf, das werden wir sehen. Man strickt mit doppeltem Faden und ich hatte mir gedacht, wenn ich die beiden zusammen stricke, ergibt es am Ende ja vielleicht ein helles Beige, wenn man mit doppeltem Faden strickt. Die Bommel werden dann in diesen Farben sein, also ordentlich bunt auf Beige dann. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ja, das wird mich hoffentlich ein wenig glücklich machen. Ich muss sagen, im Moment ist der Ofen ziemlich aus. Dieser Zahn bringt mich um, die vibrierende Wohnung bringt mich um. Rücken ist auch wieder richtig schön, seitdem hier wieder nur am Schreibtisch gesessen wird. Ich bin kurz davor, mein Leben zu kündigen. Aber Wolle sei Dank, es hat mich ein bisschen aufgeheitert. Tag 1000 mit unfassbaren Zahnschmerzen. Ja, also ich habe zwar nächsten Freitag den Kontrolltermin in den normalen, aber heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Ich war zuletzt Montag da und davor Montag davor. Und ich denke, ich werde morgen wieder hingehen müssen und ich denke fast, ich muss ihn zwingen, diesen Zahn zu ziehen. Ich denke, es ist soweit. Es geht mir unglaublich schlecht, aber damit es mir nicht mehr so schlecht geht, mir hilft es immer, wenn ich mir irgendwie so ein paar, also wenn ich mich mit irgendwas beschäftige. Habe ich mir heute mal ein paar Gedanken gemacht bezüglich Umzug und mich hier, um mich mal so ein bisschen in die Planungsphase zu bringen. Es ist ja bei jedem, das kennt man ja, die Hölle umzuziehen mit den ganzen Kram und alles und vor allem ja auch über einen Zeitraum X. Man muss ja, was ist das? Man muss ja, weiß ja noch gar nicht, wann man tatsächlich umzieht und deswegen muss man ja immer ja, so flexibel sein irgendwie. Und da habe ich mich heute mal hier in meinem Räumchen umgeguckt. Ich habe ja hier diese Schranksituation, man sieht es auch ein bisschen weiter links. Der größere dort hinten ist etwas höher und dann habe ich 2 1-Meter-Schränke 2 Meter hoch da, die ja sowieso wegkommen sollen. Also die sind auch ganz alt. Man sieht, hier ist ja noch die alte Farbe dran. Ich hatte die mal rot lackiert, dann war Stoffbezug drauf und was weiß ich. Hier ist ja auch nur ein Vorhang vor. Und wenn man da mal reinguckt, sieht man die Hölle. Okay, davon abgesehen. Ja, das muss ja alles irgendwie mit, beziehungsweise ein Teil auch weg. Und meine glorreiche Idee war jetzt, dass ich total, also eigentlich ist es super, dass hier die Situation in diesem Zimmer so ist. Denn wenn die Schränke eh weg können, dann kann man sich hier vorarbeiten. Meine Idee war jetzt, dass ich zuerst mal alles aussortiere, was weg kann und in die Kleidersammlung oder wohin verkaufe, also weggebe, also etwas schlanker werde, muss ich sowieso längst mal richtig machen. Wie ihr seht, ist hier der halbe Schrank auch sind nur Schuhe.
weil wir keinen Schuhschrank oder sowas haben im Flur. Das heißt, ich habe jetzt Umzugskisten bestellt. Das war schon schön, dass man jetzt sozusagen anfängt. Und mein Plan wäre jetzt, dass ich alles, was ich definitiv behalten möchte, aber definitiv auch nicht anziehe demnächst. Also das sind bei mir fast 95% meiner Klamotten, weil ich zu Hause nur so rumlaufe und weil ich, wenn ich jetzt rausgehe, in der Regel immer die gleiche Hose oder irgendeine Jeans halt und einen Pulli, den ich gestrickt habe, anziehe. Die höchste Ausnahme sind halt noch Sommerklamotten für die Wildnis, die ich dann irgendwann nochmal brauche, aber eigentlich kann alles, was da drin ist, eingepackt werden. Das ist das Gute an meinem verlodderten Leben. Naja, und mein Plan ist jetzt, ich schmeiße alle Schuhe in einen Umzugskarton, lasse den hier aber so offen stehen, dass ich jederzeit mir ein paar Schuhe rausholen kann, wenn ich sie brauche. Packe alles, was ich definitiv nicht anziehen werde bis irgendwann in 1000 Jahren, fest ein schon, komplett weg. Und packe alles, was ich eventuell noch brauchen könnte, wie vielleicht eine dicke Jacke, wenn es doch nochmal schneit oder ein schönes Kleid, falls mal doch irgendjemand noch heiratet oder was auch immer, so, dass ich noch rankommen könnte. Damit bleiben dann ausschließlich die Klamotten über, die ich wirklich, wirklich, wirklich anziehe, beziehungsweise die halt irgendwie, ne, also zum Beispiel Bikinis würde ich jetzt auch nicht ganz nach unten einpacken, falls wir eben dann doch bis zum Urlaub noch nicht umgezogen sind, dass ich auch da wieder rankomme und so weiter. Aber da so, dass es am Ende, dass diese beiden Schränke leer sind. Dann werde ich mir von meiner Mutter die Säge besorgen, die hat so eine kleine Handsäge, eine elektrische, die Seitenteile halbieren, sodass ich letzten Endes einfach so ein paar 1-Meter-Teile habe, die ins Auto werfen, abfahren und schon direkt entsorgen, ohne Sperrmüll oder Umzugsunternehmen oder irgendwas, einfach weg. Die Vorhänge packe ich eh ein, weil die kann man ja vielleicht in der neuen Wohnung gebrauchen, die können dann auch schon in die Kartons und dann ist diese Wand frei. Das ist das Ziel. Dann haben wir hier also komplett, also hier ist ja das Bett, wo ich sitze und vom Bett bis zur Wand ist dann leer und wird auch nicht mehr benutzt für kein Möbelstück und nichts. Dann räume ich den anderen Schrank, der ähnlich ist, der hat nur hängende Klamotten. Eine Hälfte gehört meinem Freund mit seinen Hemden, der Rest ist mein ganzer Unsinn. Den räume ich komplett leer, reiß die Stangen da raus, lege dafür Einlegeböden aus den 2 Schränken, die ich aussortiere, rein und schmeiße alle meine Klamotten, inklusive der Klamotten, die auch in diesem Sideboard, auf dem ihr gerade steht, also hier sind auch noch Klamotten drin, also dann schmeiße ich alle Klamotten, die ich noch anziehe und die eben einfach in Gebrauch sind, was halt so ist, und alles an Yoga-Matten und keine Ahnung, was irgendwie in Gebrauch ist und in diesen Schränken ist, in diesen großen Schrank, denn den nehmen wir höchstwahrscheinlich mit. Das heißt, wenn der Tag X kommt und wir umziehen, muss ich eben noch die Klamotten in den Karton parken, Schrank abbauen und los. Das muss man ja eh. Auf die Art wären dann halt alle Sachen aus diesem Zimmer, die ich nicht mehr benötige, schon gepackt und dort an der Wand in Kartons. Und sämtliche Sachen aus der gesamten Wohnung, die wir schon einpacken können, die nicht mehr gebraucht werden. Zum Beispiel meine komplette Buchhaltung, bis auf die letzten 2 Jahre, weil ich damit ja noch arbeite. Meine komplette Buchhaltung könnte schon in Kisten und hier an die Wand. Und so könnten wir dann vorgehen, bis wir umziehen, dass wir immer, wenn wir was gepackt haben, was schon weg kann, was nicht mehr gebraucht wird, in dieses Zimmer bis unter die Decke stapeln. Denn in diesem Zimmer hält sich tagsüber eigentlich keiner auf und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das hier dann voll gestapelt ist. Und das wäre ja auch noch sehr ordentlich, sodass man auch über Monate so leben könnte, ohne total durchzudrehen, weil es eben organisiert ist. Auf die Weise wäre die gesamte Wohnung weiter in normalem Gebrauch, würde aber nach und nach einfach immer leerer werden, während dieses Zimmer immer kartonlastiger wird. Und an Tag X müsste man hier halt nur noch das Sideboard und den Schrank und das Bett abbauen und könnte los aus diesem Zimmer. Beziehungsweise man könnte eben die gesamte restliche Wohnung normal benutzen und auch gut für Besichtigungen natürlich dann anbieten, wenn der ganze Kladderadatsch schon nach und nach an einen anderen Ort kommt. Das ist so mein Plan. Da rede ich jetzt nur so ausführlich drüber, weil das für mich gerade unheimlich wichtig ist, dass ich mich, wie gesagt, mit irgendetwas befasse und da ein Gefühl der Kontrolle wieder bekomme. Ich weiß nicht, ob es manchen von euch, ob es da jemand das kennt. Bei mir ist es immer so, wenn es mir richtig schlecht geht, wie die letzten 3 Wochen, leider, und es auch viel los ist im Sinne von jetzt bei uns das mit dem Umzug, also und solchen Dingen, wir heiraten ja auch nochmal und so weiter. Also wenn viel los ist und ich das Gefühl habe, ich muss an mehreren Fronten kämpfen, finanziell ist halt auch gerade nicht gut, dann beruhigt mich das oder gibt mir das irgendwie immer so ein Gefühl der Sicherheit, wenn ich einen Plan habe und wenn ich auch etwas unternehme.
Also wenn jetzt ein Unsicherheitspunkt ist, du musst demnächst umziehen, das wird krass, so, ne? Was kommt da alles noch auf dich zu und, dann ist es halt schön zu sagen, ja, aber du hast schon so und so und so und so viel gepackt und es ist trotzdem noch, du hast noch ein Leben, du hast eine funktionierende Wohnung, du musst nicht in so einem Müllhaufen wohnen. Also man hat einfach ein Gefühl der Übersicht und der Kontrolle und auch, dass man eben nicht, also man ist auch nicht tatenlos. Ich hasse nichts mehr als tatenlos in sowas hineinzuschlittern. Das kann ich gar nicht ab. Ich muss immer alles voll durchorganisieren. Naja, das ist mein Sonntag. Der besteht ansonsten weitestgehend nur aus Leiden. Es ist wirklich sehr schade, aber wie gesagt, und das ist auch blöd, dass ich in diesem Vlog nur leide, aber es ist jetzt seit 3 Wochen so und das ist wirklich unerträglich. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich dann morgen einen Zahn weniger habe. Wird dann auch nicht schön so. Bestimmt auch schmerzhaft, aber gut. Das ist der Stand. Ich plane also einen Umzug und ich denke, das wird sicherlich dann auch die Vlogs ein bisschen lebendiger gestalten, denn dann ausnahmsweise passiert hier ja auch mal was. Das ist ja nicht die Regel, dass in diesen Vlogs mal was passiert. Also es ist ja ganz schön, wenn ich euch da dann von Anfang an auch mitnehmen kann, besonders auch bei der Einrichtung der neuen Wohnung. Es wird bestimmt schön. Es wird dauern, gerade weil es, wie gesagt, finanziell so mittel ist. Also bis wir da an so einem Punkt sind, wo man auch in die Möbel und so investieren kann, wird es bei mir noch ein bisschen dauern. Aber das ist ja trotzdem auch schön, wenn man das vor sich hat und sich darauf freuen kann.